ist für alle, die dauernd so mega scheiße über mich reden und so. Wenn ich von allen auch nur einen Pfennig kriegen würde, dann wäre ich heute fast schon Millionär. Als ich mir damals in der Wanne das Ding da fast abgebrochen habe und so, haben alle wie verrückt drüber geschrieben. Aber wie mein Herz gebrochen war, nix. Und dann soll ich gesagt haben, wer die Drinks zahlt, liegt oben. Weißt du, wenn eine Frau in mein Ferrari steigt und will dann nur reden und so und kann dann noch nicht mal kochen, da kann einem das schon mal passieren, dass man jemanden aus Versehen gegen die Wand schubst. Aber danach fühle ich mich auch gleich viel besser. Es ist haahd, der Dieter zu sein. Es ist haahd. Natürlich ist das haahd. Es ist haahd, der Dieter zu sein. So haahd. Wenn einem jede Schlampe nachstarrt. Würde Thomas heute noch blass aussehen. Heute hat er eine eigene Bank, eine Sonnenbank. Und noch eins möchte ich hier ein für alle Mal klarstellen. Der mega größte deutsche Musiker weltweit, das bin ich. Ich mein Mozart. Er hat auch in seinem Leben keine einzige CD verkauft, der Loser. Weißt du, ich brauch zu Hause nicht mal Tapete, so viel Goldene hab ich. Das mit nicht selber singen und so, das ist Quatsch. Ralf Siegel, der hat nicht selber gesungen. Und hier die Fans, ne? Die sollen mir mal keine Teddy schicken und so, sondern lieber mal 10 Mark. Es ist haahd, der Dieter zu sein. Es ist haahd. Natürlich ist das haahd. Es ist haahd, der Dieter zu sein. So haahd. Wenn alles nur schwarz brennt und spart. Scheiße! Ich meine, niemand hat sich um die Integration ausländischer Frauen mehr bemüht als wir. Die sollen mal schön auf dem Teppich bleiben. Und diese mega geilen Texte, die schreibe ich ja auch selber. Ich bin ja an und für sich ein mega sensibler Typ und so. Wenn ich zum Beispiel fremdgegangen bin, na, dann habe ich zu Hause immer gleich 500 Mark aufs Kopfkissen genaddelt. Aber darüber schreibt ja nie einer. Es ist haahd, der Dieter zu sein. Es ist haahd. Natürlich ist das haahd. Es ist haahd, der Dieter zu sein. So haahd. Das sind doch alles mega krass linke Nummern von euch hier. Das ist echt haahd, ich sag euch das, ne? Du musst bloß mal in Teppichgeschäft gehen, ne? Schon bist du wieder auf Seite 1 von der Zeitung und so, ne? Ich kann da echt nicht mehr drauf. Stehst in der Disse, ne? Hast du